Hallihallo, liebe virtuelle Welt. Es ist heute Mittwoch, der 28. Oktober 2020. Hier ist euer alter Mann. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss und ich begrüße euch heute zum ersten Teil einer, ich möchte mal sagen, sehr interessanten Trilogie. Der Anlass des Ganzen ist, dass am Freitag, dem 30. Oktober, der Frankenstein-Freitag stattfindet. Frankenstein, ja, feiert Frankenstein-Freitag feiert im Prinzip die Geburt von Frankenstein und seinem Schöpfer. Und zwar auf der Grundlage eines Romans von Mary Shelley, der 1818 erstmals anonym veröffentlicht wurde. Er erzählt die Geschichte eines jungen Schweizers, und zwar Viktor Frankenstein, der an einer damals berühmten Universität in Ingolstadt einen künstlichen Menschen erschuf. Und das reicht dann auch. Die Figur selber, ihr seht es auf dem Bild zum Video, ist, naja, es liegt im Auge des Betrachters, aber schon recht unansehnlich. Und es gibt eine Person, und zwar eine weibliche Person, die sich seit Jahren anmaßt, und zwar über, ja, man kann im Prinzip sagen, das gesamte Netz bekannte, derzeit bekannte Standorte, wo sich dieser weibliche Frankenstein rumtreibt, sind der Gelbe Lahn, federführend. Dazu kommt Facebook. Dann war mir bekannt durch persönlichen ja, Kontakt für ein paar Minuten. In einer privaten Community Sonnenscheintreff, des Weiteren in der ebenso privaten Community Bijou, die mir nicht bekannt ist. Und jetzt wurde mir auch noch berichtet in einer Community, die ich ebenfalls nicht kenne, die nennt sich Crazy for You. Darüber hinaus natürlich YouTube und. Also überall vorhanden, wo man sich irgendwie profilieren kann. Und ich hatte einen einzigen Kontakt mit zwei, drei gewechselten Sätzen im Rahmen eines Schriftverkehrs im Jahre 2014. Und seit etwa September 2016, also seit gut 4 Jahren, bin ich das gnadenlose Opfer von Cybermobbing durch diese Person. Das Ganze startete massiv kurz bevor ich Ende 2016 zu einer 5-wöchigen Reha-Maßnahme antrat. Ich hatte kurz zuvor in mehreren Netzwerken eine Friedensinitiative gegründet und mein Lieblingsprofilbild, das ist natürlich auch schon 5 Jahre alt. Da stehe ich in einem, ja, so ähnlich wie ein Torbogen, und zwar im Rosengarten in Forst in der Lausitz. Dort hat mich jemand fotografiert und dieses Foto wurde umgebaut. Mein Vorname, unter dem ich im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, jeder kennt, ist Werner. Und dann würde die Person Werner als Karikatur wurde von einem Grafiker aufgearbeitet und meine Person über diesen Brösel Werner dargestellt. Und zwar fing das Ganze an, wo ich es nachvollziehen konnte, am 4. Dezember 2016 um 20:42 Uhr. Mein Profilbild wurde da genommen und ich nannte mich zu diesem Zeitpunkt resultierend aus
der Friedensinitiative, die ich geschaffen hatte, hatte ich meinen Namen der alte Mann abgelegt und hatte mich in der Friedensbote umbenannt. Und dann fing die Hetzerei auch an, weil parallel hatte ich auch noch seit einiger Zeit davor schon Initiativen laufen, Stopp Cybermobbing. Und das Bild vom 4.12. zeigt folgenden Text: Was macht ein gutes Profilbild aus? Und dann, wie gesagt, kommt ein karikatives Bild von mir, eine Karikatur quasi von mir, mit dem Text: Hammergeiles Profilbild, Icke als nicht Friedensbote, sondern Friedensknoten. Und wie gesagt, kurz bevor ich zu einer fünfwöchigen Reha-Maßnahme eingeladen wurde, und zwar war das in 2016 schon die zweite. Ich war im Juni zu einer dreiwöchigen Reha. Also man sieht, da muss schon gesundheitstechnisch ganz schön was los gewesen sein. Und diese Person erdreistet sich mich anstatt Friedensbote mit Friedensknoten. Und dann mit folgendem Text: Dynamisch, weiß, wo es lang geht, gut, ich sehe gesund aus, kann ich halt keine Krankendaten mehr tickern. So viel zum Thema Hohn und Spott. Und Respekt vor kranken Menschen, Teil 1. Am 6. Dezember, also am Nikolaustag 2016, die Dame hat also Lügen über mich verbreitet. Die kennt mich überhaupt nicht. Wir haben niemals, bis auf drei Sätze, nichts miteinander geschrieben. Weder über E-Mail noch über irgendwo anders. Geschweige denn haben wir mal über Handy oder Festnetz telefoniert, geskypt oder sonst irgendwas. Es hat alles nie stattgefunden. Und verbreitet seit über 4 Jahren Lügen über mich, egal wo es auch immer geht, ob in Chronikeinträgen, in Tickern, per persönlichen Mails und das Ganze auch noch geschützt von, naja. Also 2 Tage später rennen den Friedensknoten die Mitglieder weg. Jetzt reicht es aber. Durch die blöde Satire haben sich satte 30 Fans verpisst. Oder nehmen die meine Texte ernst? Ich meine doch nicht mir damit, ich darf lügen. Also das sind Worte, die hat noch nie jemand von mir im Netz gehört. Augenscheinlich wohnt die Dame in Berlin. Die Hand dafür ins Feuer legen kann ich persönlich nicht. Weil ich kenne sie nicht, ich weiß es nicht, und sie versucht, feige wie sie ist, anonym zu bleiben. Auch das, darauf komme ich noch zurück. Und ihre Mitstreiter, sie bezeugt ja überall, dass sie alleine ist auf dieser Welt und alleine ihre Intrigen spinnt, und dabei hat sie ein 350 plus Dunkelziffer starkes Team hinter sich. Ansonsten würde sie nämlich elendig eingehen. Ihre Busenfreundin aus Brandenburg, Kisi von Brandenburg, ihres Zeichens Super-Sahne-Prinzessin, bekundete dann am Folgetag: Helgerlein, wir schaffen das, wenn wir so weiter zusammenhalten, Gröhl. Und lachte sich darüber tot, über diese Karikatur. Und 2 Tage später, am 8.12., ging es weiter. Eigentlich wollte ich Pause machen, aber gewisse Vorfälle haben mich wieder auf den Plan gerufen. Und dann kommt's. Der erste Teil: Maulwurfe gibt es überall, auch in privaten Gruppen. Damit hat sie zum Ausdruck gebracht, ich hatte alle Leute, die mich mobben, die mich beleidigen, die mich denunzieren, die Cybermobbing betreiben, die nachweislich sich in sozialen Netzwerken wie die Axt im Walde oder wie die Sau benehmen, habe ich aus meinem virtuellen Umfeld ausgeschlossen durch Ignorieren oder Blockieren. Und die brüstet sich hier am 8. Dezember, das war am 8. Dezember 2016, also vor fast 4 Jahren, Maulwürfe gibt es überall, weil ihre 350 plus Dunkelziffer Schergen sind überall. Als Maulwürfe, sie werden eingeschleust und dann werden Informationen aus meinen Gruppen, die ich seit Jahren fürsorglich führe und die Hand über meine Mitglieder lege,
Es wird überall alles ausspioniert und dann zeigt das Bild wieder Werner mit einer Puppe, also mit einer Marionette in der Hand, also eine Puppe an Fäden. Und dann steht da diese elendigen Cybermobber und Mobber durchgeixt und dafür durch das Wort Satiriker ersetzt. Ich halt alle Fäden in der Hand und lass die Puppen tanzen. Und das Beste, die merken nicht, die nix merken. Hahaha. Das heißt also, alle Menschen, die sich in meinen Gruppen in virtuellen Welt befinden, und zwar sind das Gruppen zum Thema Wertschätzung, Frieden, Gesundheit, virtueller Friedhof und. Die werden alle beleidigt als Marionetten und werden als dumm dargestellt, die nichts merken. Ich habe das nie rausgekehrt, weil ich wollte meine Menschen, aber es muss irgendwann mal, muss das alles ans Gesicht. Und eine ehemalige Kollegin, sage ich mal, ich war ja mal VIP in einem bestimmten Netzwerk und eine VIP-Kollegin, die auch nicht mal alle Tassen im Schrank hat, die noch nicht mal ihre Stellenbeschreibung richtig schreiben kann, angebliche Krankenschwester, hat er mal Ausgang bekommen. Armselig, armselig, hoch drei. Und ich habe mir die Mühe gemacht, damit ihr mal seht, was da wirklich abgeht, habe ich mal, das war jetzt 2016, wir machen noch 2017, alles was 2017 passiert ist, das ist schon, ja, im Prinzip Kanone hoch eins. Ah, es ist leider nicht so geworden. Es ist unheimlich schwer, wenn man Screenshots macht. Ich habe verschiedene Programme benutzt und die Menschen, die mir so etwas zur Verfügung gestellt haben, auch. Dann ist entweder die Basis Datum oder aber irgendwelche numerischen Vorgänge, die nicht nachvollziehbar sind, weil sie einfach Algorithmen im Netz folgen. Ich habe die Bilder jetzt mal nach den Jahren 2016, 17, 18, 19, 20 versucht zu sortieren. Also das ist unglaublich. Und ja, das Jahr 2017 begann dann gleich mit dem Wahlspruch der Dame am 6. Januar, also am Dreikönigstag. Ich befand mich noch für 9 Tage zur Reha, die endete am 16. Januar. Und da brüstete sich schon Madame, ich hatte etwas Ähnliches über meine Wegbegleiter im Internet, will ich die Leute mal nennen. Es sind viele auch Freunde dabei, die im Laufe der Jahre Freunde geworden sind, wo man telefoniert, wo man sich mal getroffen hat, entweder privat oder auf Treffen. Diverser sozialer Netzwerke, wo dann ja, Treffen eingeleitet werden, man sieht sich mal. Und da brüstet es sich, wer mich zum Freund hat, kann sich 100% auf mich verlassen. Wer mich zum Feind hat, auch. Wer mich verarscht, muss mit Konsequenzen rechnen. Dagegen ist die Hölle ein lauer Sommerwind. Ich lasse das mal so, ohne was. Das ging dann weiter. Da war erstmal eine Weile Ruhe. Ich überspringe jetzt einige Monate und dann kam es massiv. Sie hat also ab September 2016, es gab nirgendwo einen Chronikeintrag, den ich irgendwo gepostet habe, wo sie nicht das Bild rausgenommen hat, meinen Namen rausgelöscht hat, meine Links zu meinen Webseiten rausgelöscht hat und das als ihr geistiges Eigentum verkauft hat. So, wer nichts ist und wer nichts kann, der muss wenigstens sich mit fremden Federn schmücken. Und daran ist sie dann auch letztendlich von der Königin zur Kaiserin im Netz aufgestiegen. Das war ein Bild, hoch die Hände, Wochenende, viel Spaß und Erholung. Man sieht genau, dass es von mir ist, anhand des Schriftbildes und so weiter. Und dann darunter stand mein Name und da hat sie dann ihren Usernamen rein editiert.
und schreibt am 8.4., 2 Tage vor meinem Geburtstag 2017, freut euch mit mir, habe ich bei Facebook gefunden und meinen Nick eingearbeitet. Das ist so ihr ganzer Stolz, weil das ist das, was das Einzige, was sie kann. Ja, mein Geburtstag wurde immer sehr penibel eingeleitet. Der fing 2017 schon am 1. April an. Da hatte sie schon das erste Bild. Da hatte ich morgens etwas gepostet. Da geht es darum, um Unsinn zu machen. Also eine Figur, die so, ne, macht so die Hände und sagt, ich wünsche euch einen tollen Tag oder lasst uns Unsinn machen. Da wurde dann gepostet und das Frappierende daran, sie hat auch mein Logo gestohlen, auch da mein Bild rausentfernt, ihr eigenes Bild reingesetzt, alles andere war gleich. Und hat dann freudestrahlend gepostet, habe ich von einem Gestörten geklaut? Ja, ja. Ihr seht, ganz original, es ist eines meiner aktuellen Profilbilder in allen Netzwerken. Mein Passbild raus und ihr Frankenstein-Gesicht rein. Weil die Behauptung, dass sie Frankenstein ist, das ist das Einzige, was ich in 6 Jahren an Wahrheit gelesen habe, weil das ist so, die könnte man nebeneinander stellen, da würde man denken, das sind siamesische Zwillinge, also mit 100%iger Sicherheit. Und einer ihrer Mitläufer schreibt, naja, Gott sei Dank herrscht ab heute Leinenpflicht in Niedersachsen für Gestörte. Ganz toller Mann. Also auch eine Intelligenzbestie, auch so in dem Alter um die 70. Und für jede Dummheit zu haben. Ja. Ich bin jetzt im falschen Jahr gelandet. Muss nochmal zurück. Also es ist unheimlich schwer, weil es sind verschiedene Verzeichnisse. So. Ja, der hat das leider nicht so abgelegt, wie ich, obwohl ich nach Daten gegangen. Ach so, da sind Bindestrich. Aha, so. Ihr richtiges, wahres Gesicht hat sie angefangen zu zeigen. Und zwar war das am 19. März 2017, weil bei ihr gibt es nur eins. Eins beherrscht sie absolut perfekt, und zwar die Fäkal- und Gossensprache. Am 19.03.2017, als Symbolik ist oben eine geöffnete Toilette zu sehen, dann ein Scheißerhaufen, wer in Großbuchstaben geschrieben, ich finde, der ab November 2016 nur noch Stress verbreitet hatte, das war in ihren Augen ich, weil ich versucht habe, die Wahrheit ans Licht zu bringen, wer hat eurer Meinung nach den goldenen Scheißerhaufen 2016 verdient? Das ist so ihr Jargon. Und der zieht sich bunt durch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch die Bilder. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Ich bin nicht religiös, aber das sind wahre Worte. Der Sturm wurde bereits im November 2016 verfasst. Bis zum heutigen Tag gibt es keine Ruhe und Schuldzuweisung. Wenn man mich monatelang provoziert und ich versuche, die Wahrheit klarzustellen, und die Beweise habe ich. Ich habe hunderte, tausende von Bildern, die das beweisen. Das nächste Bild, was ich mir ausgesucht habe, ist vom 23. Mai 2017. Ich hatte eine Gruppe, die hat sich mit Lügen beschäftigt. Auch da wurde das von mir erstellte Bild gestohlen. Und dann wurde wieder mein Name rauseditiert, mein Link rauseditiert und so weiter und durch ein anderes Wort ersetzt. Und wieder Jubelschreie von ihren 350 plus. So, und dann geht's richtig zur Sache. Und zwar ab
ab. Sorry, dass es hier immer wieder zu Staus kommt, aber es fing ja an, erstmal mit dem goldenen Scheißhaufen, da ging es weiter am 9.6. Ich bin nicht gehässig, aber manchen Menschen wünsche ich Dauerdurchfall, kurze Arme und kein Klopapier. Ja, das ist das, was immer wieder kommt. Dann hat sich wohl irgendjemand in der Gruppe über sie ausgelassen. Das wurde gleich wieder gepostet. Sie hat also nicht nur aus den Gruppen, wo sie nichts zu suchen hat, ihre Maulwürfe eingesetzt, Kommentare rausgeklaut und hat sich dann, ach je, oh je, ja, ihr Ärmsten und so weiter. Dann kam ein Tag später, mich stört niemand, ein Bild. Hier, Stinkefinger, ich bleib so, wie ich bin, schon alleine, weil es andere stört. Und ihr Volk jubelt ihr zu, Bäm, genau so ist es, liebe Helga, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Dann ging es weiter am 10. August 2017. So geht es nur mir großgeschrieben, mit also Großbuchstaben, hihihi. Bei manchen Menschen bekommt man dieses Kotzgefühl, wenn man nur ihren Namen hört. Und ja, einer der größten Gruppenleiter, Popo-Violin, ich hatte auch schon mal drüber gesprochen, jubelt ihr zu. Dann hatte sie wieder mal ein Profilbild von mir gestohlen und hat dann ein neues Foto von sich, also wirklich Frankenstein 1:1. Das Gesicht 1:1 das gleiche, außer dass sie eine Brille trägt, eine getönte Brille. Und postet dann zur Wiedergutmachung, das andere Profilbild wird keinen Bestand haben. Ich habe natürlich das gemeldet, weil es ging um Bilderdiebstahl und. Man hat dann irgendwann, ja, reagiert, aber bestraft worden ist diese Frau für in 4 Jahren für nichts und gar nichts. Und wieder eine von ihrem Clan, sie ist angeblich so alleine, postet 3 Minuten nach dem Erscheinen dieses Chronikeintrages: Ich halte durch, Liebes, das glaubst du aber, möchte doch irgendwann seinen, also meinen, Untergang feiern. Herrlich, also wirklich, da kann man nicht meckern. Dann ging es weiter, und zwar im September 2017 hat mich ihre beste Freundin, die mir eine Beziehung vorgegaukelt hat, am 14. September vor der Tür stehen lassen, frisch operiert, an der rechten Schulter frisch operiert. Ich habe dann bei deren Tochter, die 50 Meter entfernt wohnt, nachher 3 Wochen gelebt und meine ganzen in Berlin geplanten Reha-Maßnahmen und Nachbehandlungen und so weiter durchgeführt. Und während dieser Zeit wurde geschossen aus, aber nicht allen Rohren, sondern allen Rohren. Und es war schier unglaublich, was da alles kam. Ich hatte mich dann auch, ich engagiere mich ja auch gegen Mobbing. Und da gibt es im September einen Tag. Und da wurde auch wieder das Bild von mir gestohlen. Das Bild, was ich erstelle, mein Name raus editiert und so weiter. Wie gewohnt, wie gehabt. Am gleichen Tag wurde gepostet, wieder ein Bild mit Scheiße. Es gibt Leute, die sprechen fließend Müll und ihr Volk jubelt wieder. Ja, manche können halt nichts anderes und die nächste, ja, das ist Umweltverschmutzung der anderen Art. Dann kam einen Tag später das nächste Bild, wo eine Kuh ihr Kälbchen anpullert. Und sie schreibt runter, ja, ich habe meine beste Freundin beim Duschen fotografiert. Wollt ihr die sehen? Also völlig tülütütüt.
Dann ging es weiter. Ich hatte kurz zuvor angefangen, Citalopram zu nehmen. Citalopram ist ein Antidepressiver. Und sie hat es sogar gebracht, meine Medikamente, ein Bild meiner Medikamente, wo sogar die Rechnung voll zu posten mit einem, wieder die Werner-Figur und einem Schild HIV, gegen HIV habe ich Medikamente, gegen Blödheit nicht. Dann kam als nächste Stufe Citalopram 40 Milligramm, das ist ganz schön hoch dosiert. Wenn ich mich nicht irre, dann ist 20 Milligramm die Tageshöchstdosis, also maximal eine und nicht morgens und abends eine und darunter ein sterbender Schwan. Respekt, null. Und am gleichen Tag, also auch am 30. September, ja, die leidet unter Verfolgungswahn, die Frau. Provoziert überall, und das kann natürlich sein, wenn du im Netz Chronikeinträge machst, öffentlich, dann ist die logische Konsequenz, dass der eine oder andere will mal sehen, was ist das für eine Person. Ja, und da kam gleich wieder ein Frosch mit Stinkefinger. Huch, heute keine altertümlichen und verlotterten Kröten auf meinem Profil unterwegs, wie langweilig, und lacht sich darüber tot und stellt sich selbst in den Status eines VIP, und Prinzessin Bernadette von Emden schreibt drunter: Klasse und dann auch noch wertvoll. Also es war wieder einer der Chronikeinträge, die mit 10 extra Punkten prämiert wird. Dann nochmal am gleichen Tag wieder Citalopram Antidepressiva, ein Bild drunter: Ich glaube, ich habe Neigung zum Hypochonder in letzter Zeit. Die Zähne, mein Kreuz und immer diese Kopfschmerzen. Es geht in eins so weiter. Und ich habe jetzt die Zeit schon wieder. Ich wollte höchstens 15 bis 20 Minuten, wollte die Zeit hier überbrücken. Gut, kurze Rede, langer Sinn. Es gibt Hunderte und Aberhunderte von ähnlich gearteten Chronikeinträgen, die sich alle rund um AA oder eben halt provozieren. Ich habe ja noch einen aus März 2017. Wir Berliner Schnauzenlach, und darunter ein Bild: Ich verpacke Kritik. Kritik nennt sie das ganze Jahr, stets geschickt und respektvoll. Statt Hackfresse sage ich zum Beispiel Metzschnäuzchen. Wunderbar. Habt ihr solche Wörter schon mal aus meinem Munde gehört oder irgendwo gelesen? Ich denke, dass nein. Und wie gesagt, das war der erste Teil. Morgen gehen wir ein bisschen ins Eingemachte. Ich habe sehr lange recherchiert, also jetzt schon 4 Jahre. Und ich will mal sagen, die Schlinge um den Hals von Madame, die zieht sich immer enger. Meine große Stunde kommt, und das Karma, was sie immer und überall beschreibt, von dem sie noch nicht mal weiß, was dieser Begriff in Wahrheit bedeutet. Ja, irgendwann ist es soweit. Und es haben sich diese Woche, in den letzten paar Tagen, fürchterliche Dinge getan. Morgen gehe ich erstmal mit euch ein bisschen ins Eingemachte, was ich über andere Personen definitiv erfahren habe und wie lange. Nämlich schon seit satten 11 Jahren treibt sie dieses Spiel mit mir, erst die letzten 4, aber dafür waren Hunderte oder wahrscheinlich, vermutlich, es steht die Zahl im Raum, 40.000, die sie aus einem bestimmten Netzwerk rausgemobbt hat mit ihren Aktionen. Natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit einem Mitarbeiterstamm, also Gleichgesinnte, Widersacher nennen die sich selber. Von 350, die Zahl ergibt sich aus einer Gruppe, die ihr Busenfreund betrieben hat, mit gezieltem Mobbing gegen meine Person. Und einer Dunkelziffer X. Und dazu kommen natürlich noch die Herrschaften, die das alles möglich machen. Die verlängerten Arme der Betreiber in diesem Netzwerk, die hervorragend mit Madame harmonieren. So, ihr Lieben, ich sag wie gewohnt, bleibt von Faktor C verschont und im Internet vom
nicht zu beschreibenden Wahn des Fünf-Sterne-Sonnenclan. Und ganz besonders soll es sein vom weiblichen Frankenstein. Und ich sag heute, bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao.